Servus, ich bin Bastian Wehe und ich bin Wetterfotograf. Das heißt also, ich reise den Wetterphänomenen hinterher, viele Kilometer durch Deutschland, aber auch in anderen Ländern der Erde und versuche die immer mit meiner Kamera schön zu dokumentieren. Und deshalb befinden wir uns hier auf Norderney, wo es sehr abwechslungsreiches Wetter gibt. Am ersten Tag sind wir in den Dünen gewesen, am Leuchtturm hier auf Norderney, haben hier eine schöne Abendstimmung dann fotografieren können, haben dort vor allen Dingen viel gearbeitet mit Fokus-Stacking, Panoramen und HDRs. Wir sitzen an kalibrierten Monitoren, die haben übrigens auch 10-Bit, das ist das Interessante daran, das heißt, durch die 10-Bit-Monitore können wir diese Stimmung so nachempfinden, wie wir das zuvor erlebt haben an der Küste. Und können halt die Bilder viel besser bearbeiten als auf einem normalen 8-Bit-Monitor. Am zweiten Tag sind wir am Nordstrand von Norderney unterwegs gewesen, an der Weißen Düne, und sind von da aus dann nach Westen gelaufen und haben dort mit einem schönen Abendrot die Buhnen fotografiert, dass diese Holzstelen, die ins Wasser reingehen und die verhindern, dass der Sand weggespült wird von der Insel. Natürlich ein super typisches Motiv für hier. Klar, die Abendstimmung hat natürlich mich als Wetterfotograf besonders gefreut. Das Interessante ist vor allen Dingen an der Stelle, dass die verschiedenen Teilnehmer völlig verschiedene Interpretationen dann von der ganzen Situation haben. Trotz dass wir alle ziemlich zusammenstanden, haben wir alle verschiedene Fotografien anfertigen können. Die Stimmung der Gruppe war wundervoll, denn der Altersdurchschnitt hat auch ziemlich gut gepasst. Wir haben alle recht Gleichalte in der Gruppe vertreten. Und das Interesse ist natürlich klar bei Landschaftsfotografen auch gemeinsam. Das heißt, wir konnten immer über irgendwas quatschen. Unser Abendessen hat sich auch viel um Fotografie gedreht. Wir haben viele Geschichten von den einzelnen Fotografen gehört, was sie alles schon fotografiert haben und erlebt haben für Abenteuer. Und das macht für mich auch diese Fotoreisen immer aus, nicht nur einfach selbst fotografieren zu können, sondern auch einfach mit der Gruppe dieses ganze Drumherum, die Fotografie noch erleben zu dürfen, einfach mit Gleichgesinnten zusammenzuarbeiten. Es war alles wirklich sehr gut organisiert. Dadurch konnten wir uns auf das konzentrieren, was für uns wichtig war, das heißt das Fotografieren und die Bildbearbeitung. BenQ hat hier Bildschirme zur Verfügung gestellt und es war auch das erste Mal für mich, dass ich mit so hochauflösenden Bildschirmen gearbeitet habe, wirklich sehr beeindruckend, und ich kann sehr viel für meine weitere Bildbearbeitung mitnehmen. Hier auf Norderney war ich das erste Mal. Ist wirklich eine schöne Gegend. Man sieht zwar mehr ältere Leute hier, aber es könnte auch mal ein Ferienort für mich sein. Und vom Kurs her bietet es natürlich sehr viel Möglichkeiten zu fotografieren für Landschaft. Für mich hätte es im Kurs, vielleicht hätte man noch mehr fotografieren können, vielleicht auch, wenn es Schlechtwetter ist. Das gibt nicht. Über das Wetter muss auch die Fotografie anpassen. Aber ich habe sicher auch wieder einiges gelernt. Das erste Mal, dass ich einen Workshop teilgenommen habe, und fand ich einfach klasse, prima. Also der Workshop war super klasse für mich. Ich als Anfänger habe nur profitiert von allen Sachen hier. Also das, was ich gelernt habe über Fokus-Stacking und HDR-Aufnahmen und Panorama-Aufnahmen, das war alles total super und ich kann viel mitnehmen. Ja, uns von BenQ ist total wichtig, dass wir mit unseren Fotografen sehr eng zusammenarbeiten, weil nicht nur die Fotografen durch uns mit dem Monitor zusammenarbeiten und lernen, wie damit umzugehen ist und das Maximum aus dem Foto rauszubekommen, sondern auch natürlich wir lernen, was den Fotografen wichtig ist.